freut mich sehr, diese heutige Vorlesung zusammen mit Matthias Stürmer zu halten. Er hat an der ETH in Zürich studiert und hat seine Dissertation über Open Source Software geschrieben. Gestern hat er seinen Habilitationsvortrag an der Uni Bern gehalten und ist Leiter der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit. Er organisiert jedes Jahr unter anderem die IT-Beschaffungskonferenz und leitet zwei CAS-Programme, wo es um Beschaffungen und IT geht. Möchtest du noch etwas ergänzen, Matthias? Ja, vielleicht nur ganz kurz, dass also mich freut, hier sein zu dürfen. Ich habe selber mal die Vorlesung Informatikrecht vor gefühlten 20 Jahren besucht und ja, freut mich jetzt quasi als Dozent oder als Gastreferent da zurück zu sein. Freut mich auch sehr. Ich habe zuerst noch zwei praktische Informationen. Ich habe heute ein Schreiben bekommen des Dekanats, dass die mündlichen Prüfungen per Zoom durchgeführt werden. Ich nehme an, ihr habt diese Schreiben auch bekommen oder bekommt sie noch in den nächsten Tagen. Das wird für uns alle eine Premiere sein. Ihr habt wahrscheinlich auch bereits ein Mail bekommen zur Auswertung dieser Vorlesung. Es wird eine Auswertung dieser Vorlesung geben und ich bin sehr dankbar, wenn ihr diesen Fragebogen elektronisch ausfüllt. Gibt es von eurer Seite noch Rückfragen zum letzten Mal, wo es um Softwareschutz, Urheberrechte, Patentrechte ging oder auch zu anderen Malen? Weil wir sind heute schon das zweitletzte Mal. Das letzte Mal ist heute in 14 Tagen. In einer Woche fällt es aus, in 14 Tagen mit Wladimir Ryzhitsky als letztem Gast dieser Vorlesung. Heute würde ich gerne anknüpfen an dem, was wir das letzte Mal angeschaut haben, nämlich vor allem Urheberrechte und Lizenzen und euch Open Source Software etwas näher vorstellen. Zunächst, was ist überhaupt Open Source Software? Was sind ihre Charakteristika? Ich hoffe, dass mich Matthias etwas ergänzt, wenn ich da nicht so vollständig bin. Früher habe ich mich immer gefragt, ja, weshalb entwickeln eigentlich die Leute Open Source Software? Und Matthias hat mal vor ein paar Jahren so einen Überblick über Geschäftsmodelle gegeben, den ich mir heute erlaubt habe einzubauen. Vielleicht gibt es auch noch weitere, die uns noch gar nicht eingefallen sind. Wir haben uns das letzte Mal mit Copyright befasst, mit Urheberrecht. Heute werden wir uns unter anderem mit Copyleft befassen. Copyleft ist nicht das Gegenteil von Copyright, sondern es ist etwas, das auf dem Copyright aufbaut, wie wir noch sehen werden. Wenn ihr selbst mal mit Open Source Entwicklungen zu tun habt, dann denke ich, dass die Compliance mit den Open Source Lizenzen von großer praktischer Bedeutung sein wird. Hier können wir euch so ein paar Tipps mitgeben, wie man Risiken minimieren kann. Ihr habt auf ILIAS auch den Auszug aus meinem Buch zum Softwareschutz, das Kapitel über Open Source Lizenzen und da gibt es auch noch eine Checkliste über die Open Source Compliance, die ihr auf ILIAS findet. Und last but not last werden wir uns mit Erfolgsfaktoren für Open Source Projekte auseinandersetzen. Open Source ist zum Teil fast ein bisschen eine Glaubensfrage, etwas gratis für die Gemeinschaft zu entwickeln. Dennoch gibt es leider viele Open Source Projekte, die so etwas versanden.
weil es entweder gar keine Community gibt oder sich die Community nach irgendwelchen Teilungen, nach Forks, dann plötzlich eine andere Variante zuwendet. Und gerade Unternehmen und Verwaltungen, die etwas Open Source entwickeln lassen möchten, die möchten ja, dass es eine Community gibt, dass sie nicht so sehr in der Abhängigkeit einer Entwicklerfirma sind und dass sie vielleicht auch gegenseitig von coolen Features profitieren können, die die anderen entwickelt haben. Matthias wird uns sicher da noch ein paar Tipps geben können, was man beim Design so eines Open Source Projekts beachten muss, dass es dann am Schluss ein Erfolg ist und nicht in einer virtuellen Schublade irgendwo vor sich hin modert. Zu proprietärer Software, zu den kommerziellen Lizenzen, die wir das letzte Mal angeschaut haben, gibt es verschiedene Alternativen. Einerseits Software, die Public Domain ist, ein Verzicht auf die Urheberrechte, das ist so etwas ähnlich wie die Dereliktion im Eigentumsrecht, wo man auf ein Recht verzichtet. Jetzt haben wir das letzte Mal gesehen, dass das Urheberrecht ein Strauß von verschiedenen Rechten ist und es ist auch möglich, nur auf einzelne dieser Rechte zu verzichten. Und Public Domain Software liegt nicht immer auch im Source Code vor. Eventuell wird nur auf die Urheberrechte verzichtet, an der ausführbaren Form der Software im Objektcode. Eine weitere Alternative ist Freeware oder Shareware. Das ist Software, die kostenlos vervielfältigt und auch weiterverbreitet werden darf, die man aber nicht abändern darf. Und auch hier ist nicht unbedingt Zugang zum Source Code gegeben. Das würde auch wenig Sinn machen, wenn man den eh nicht selbst abändern darf. Open Source Software geht hier noch einen Schritt weiter, indem man einerseits zwingend den Source Code erhält und auch wenn man Eigenentwicklungen gemacht hat, den in der Regel ebenfalls offenlegen muss. Das werden wir noch im Detail anschauen. Open Source Software kann frei weitergegeben und weiterentwickelt werden. Ich verwende hier den Begriff Open Source Software. Vielleicht lest ihr auch manchmal freie Software. Das ist so ein bisschen ein terminologischer Streit. Ich weiß nicht, ob Matthias dazu uns etwas sagen kann, was eigentlich die Unterschiede zwischen Open Source Software und Free Software sind, wenn es denn die wirklich gibt. Ja, das finde ich sehr spannende Frage. Es ist, ihr kennt vielleicht freie Software, Free Software. Das ist historisch der ältere Begriff, der kommt aus den 80er Jahren und wurde in den USA von diesem Richard Stallman, ein Mann mit großem, langen Bart, geprägt. Ich glaube, du hast ihn mal eingeladen nach Bern. Ja, ja, der kam schon ein paar Mal her. Auch letztes Jahr war er da und wirklich so einer der Veteranen der Digitalisierung. Also damals hat man noch, keine Ahnung, Informatik hat irgendwas ganz EDV noch gesagt. Und der hat einfach ganz klar ein ideologisches Ziel. Also aus dessen Idee ist, Software sollte immer frei sein. Das ist ein Paradigma. Er hat auch die wichtige GPL, GNU Public License, entwickelt. Und er beharrt auf den Begriff Free Software. In den 90er Jahren gab es dann aber das Problem, dass quasi Firmen wie Red Hat und andere Firmen wie IBM kamen und eigentlich auch Geschäftsmodelle mit Free Software machen wollten. Und das Problem dort war dann, dass Free heißt nicht nur freie Software, sondern eben auch gratis. Free in Englisch ist ja auch gratis. Und das hat dann den Leuten, die unternehmerisch tätig sein wollten, nicht gepasst. Und die haben gesagt, wir brauchen einen neuen Begriff für eigentlich das Gleiche.
Und deshalb haben Leute wie der Eric Raymond und der Bruce Perens haben dann 98 den Begriff Open Source definiert. Und man kann wirklich eigentlich sagen, es ist das Gleiche, inhaltlich ist es das Gleiche, aber bei Free Software ist es die Offenheit, die Freiheit, also eben nicht die Offenheit, sondern eigentlich die Freiheit mit der Software im Fokus. Bei Open Source Software ist der Zugang zum Quellcode und was kann ich mit diesem Quellcode alles machen, so der Fokus. Aber rein vom Inhalt her, von dieser Büchse, ist es das Gleiche, einfach die Etikette, der Name ist anders. Vielen Dank. Die Open Source Initiative hat eine Definition aufgestellt, was alles als Open Source Lizenz anerkannt werden kann. Es wurden über 50 Lizenzen anerkannt. Das sind 10 Punkte, die ich hier noch etwas weiter verdichtet habe, sodass es etwas weniger sind. Einerseits muss die Software frei genutzt und weiterverbreitet werden können. Dann muss der Source Code offengelegt werden, wenn man die Software mit einer Open Source Lizenz weitergibt. Jedermann soll das Recht haben, diese Software zu analysieren und auch zu modifizieren. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Modifikationen auch als solche gekennzeichnet werden und dass im Nachhinein innerhalb eines Codes zugeordnet werden kann, wer jetzt genau was geändert hat. Dann darf es keine Diskriminierung bestimmter Personengruppen oder Nutzungsarten geben. Das tönt nach einer politischen Forderung, ist aber sehr umfassend. Beispielsweise könnte jemand unter einer Open Source Software auch nicht verbieten, dass Software für militärische Zwecke eingesetzt wird. Ich habe mich vor der Vorlesung gefragt, wie das eigentlich ist mit den Exportrestriktionen von Ländern, weil ihr habt vielleicht schon ab und zu gelesen, dass man bestimmte, vor allem Kryptografie-Software, nicht exportieren darf in bestimmte Länder, da die berühmten Schurkenstaaten. Ich habe mich gefragt, ob man das aufnehmen könnte in eine Open-Source-Lizenz. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass hier zwei Ebenen zu unterscheiden sind. Einerseits die Lizenz, die eben keine Diskriminierung, auch nicht Anwendung in bestimmten Staaten vorsehen darf. Und auf der anderen Seite gibt es die nationalen Vorschriften, die es eben vielleicht verbieten, solche Software zu exportieren oder sie vielleicht auch nur auf einen Server zu laden, der von solchen Ländern her abgerufen werden kann. Ich weiß nicht, ob das Problem heute noch so von großer praktischer Relevanz ist. Ich weiß nicht, ob du etwas dazu sagen kannst, Matthias. Also meines Wissens ist es nicht mehr so aktuell. Ich glaube, die USA haben da wie auch erkannt, dass es macht keinen Sinn, jetzt große kryptografische Einschränkungen zu machen. Oder dann machen sie es eben gar nicht erst als Open, also dann legen sie es eben gar nicht erst offen. Also von dem her, das ist ja die andere Möglichkeit, dass man halt Closed Source hat. Was aber aktuell jetzt noch spannend ist, dass immer mehr Open Source Entwickler sind unzufrieden, wenn quasi ihr Software Code, den sie ja frei quasi verschenken, wenn der irgendwie von für Überwachungszwecke oder militärische Zwecke oder sonstige illegale, kriminelle Zwecke gebraucht wird, weil es gibt tatsächlich eben, man weiß, wie die NSA oder auch CIA, alle diese Intelligence-Organisationen oder auch in der Hacker-Szene werden sehr viele, ja, so kann man sagen, illegale Sachen mit Open Source gemacht. Und deshalb gibt es jetzt unterdessen eine Bewegung innerhalb der Open Source Community für Ethical Open Source, also dass man sagt, es ist Open Source, aber eben mit Diskriminierung für bestimmte Nutzungsarten. Weil man eben sagt, man will eben nicht für Umweltverschmutzung oder für irgendwas Negatives das tun. Also
No Harm License. Es gibt sogar eine Lizenz schon dafür. Es ist eben per Definition keine Open Source Lizenz, weil sie eben Einschränkungen macht. Aber meines Erachtens eigentlich eine sinnvolle Einschränkung. Das könnte dann je nachdem recht schwierig sein, das durchzusetzen. Und wir werden noch sehen, dass Open Source Lizenzen meistens vorsehen, dass wenn eine Lizenzverletzung begangen wird, dass dann die Lizenz erlöscht. Zum Teil gibt es da etwas auch kompliziertere Mechanismen, wie dieses Erlöschen funktioniert. Und wenn ich mir da vorstelle, dass zum Beispiel die Lizenz sagt, es darf nicht zu umweltverschmutzenden Zwecken eingesetzt werden, das ist ein sehr, sehr offener Begriff, ist eine Firma, die ihr Bürogebäude mit Erdöl heizt, umweltverschmutzend, oder sind da nur spezifische Firmen wie Schürfen von Gold und solchen Dingen gemeint, die besonders stark die Umwelt verschmutzen. Das ist für Lizenzen problematisch, weil Lizenznehmer dann nicht so recht wissen, gilt jetzt die Lizenz eigentlich oder gilt sie nicht? Das sehe ich das Problematische, auch wenn ich sehr gut den ethischen Approach verstehen kann. Ich bin gerade zu weit geblättert. Ganz wichtig ist, wenn man Open Source Software weitergibt, dass man auch die Lizenzbedingungen weitergibt und auch den Haftungsausschluss. Es gibt einen Haftungsausschluss in diesen Lizenzen. Der ist allerdings je nach nationaler Rechtsordnung nicht überall gleich weit durchsetzbar. Wir haben in einer der vorangehenden Stunden gesehen, dass in der Schweiz die Haftung nicht wegbedungen werden kann für absichtliche Schädigung oder für grob fahrlässige Schädigung. Also auch wenn der Haftungsausschluss in den Lizenzen im Text steht, dann gibt es immerhin diese Einschränkungen des Ausschlusses. In der Schweiz und in anderen Ländern gibt es zum Teil andere. Open Source Lizenzen ist vielleicht insofern etwas irreführend, als dass nicht nur Software, die in einem Source Code programmiert wird, unter Open Source Lizenzen weitergegeben werden kann zum Beispiel auch Software in Java unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht werden, wo sich dann viele Fragen des Source Codes nicht stellen. Oder man kann auch ganz andere Dinge unter Open Source Lizenzen veröffentlichen, etwa Dokumentationen oder sonstige multimedialen Werke. Allerdings ist die Frage, ob das sinnvoll ist, weil es gibt spezifischere Lizenzen für solche Werke, die dann eben die spezifischen Fragen dieser Werke adressieren und nicht die Fragen von Software, die mit Source Code weitergegeben wird und vielleicht auch irgendwo auf einem Repository nachher zur Verfügung gestellt wird. Ich möchte hier zum Beispiel die GNU Free Documentation License oder die Creative Commons License, die sehr breit urheberrechtlich schützbare Werke abdeckt, erwähnen. Open Source Lizenzen sind eine Form von allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir haben das das letzte Mal angeschaut, dass Lizenzbedingungen häufig AGB sind und dementsprechend es gewisse Grenzen gibt für ihre Geltung und Durchsetzbarkeit. Vielleicht aus anderen Vorlesungen erinnert ihr euch an die Regeln über die Globalzustimmung zu allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass man da vor allem davor geschützt wird, wenn es da irgendwelche unerwarteten, versteckten Klauseln hat in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Lizenzen haben meistens
Abwehrklauseln in den Lizenztexten drin, die sagen, dass man die Lizenz nicht verändern darf, weil sonst hätten wir statt irgendetwas bei 50 standardisierten von der Open Source Initiative anerkannten Lizenzen vielleicht 50.000, weil jeder noch ein paar Sätze dazu oder schreibt oder wegnimmt, und das würde dann große Kompatibilitätsprobleme zwischen den Lizenzen geben. Wir werden noch sehen, dass auch unter den bestehenden Lizenzen es bereits Kompatibilitätsprobleme gibt, weil die nicht alle kongruent miteinander formuliert sind. Was man aber kann, ist einen parallelen Vertrag schließen. Sehr häufig werden Open Source Lizenzen im Rahmen von Werkverträgen oder Dienstleistungsverträgen eingesetzt. Und die Lizenz sieht dann zum Beispiel vor, dass die Software kostenfrei weitergegeben werden kann. Aber der Werkvertrag regelt, was die Entwickler an Entgelt bekommen, um das Ganze zu entwickeln. Also da muss man wirklich zwei Ebenen unterscheiden, weil es häufig diese individuelle vertragliche Ebene gibt, die aber nur zwischen den beiden Vertragsparteien gilt, und die Ebene der Open Source Lizenz, die auch nachher gegenüber Dritten gilt. Wir werden gleich noch sehen, wie das, wie dieses Mekano so implementiert ist, dass auch Willensmängel bei Weitergabeketten nicht dazu führen, dass jemand da plötzlich ohne Lizenzrechte dasteht. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass sich das Nutzungsrecht an Software überhaupt, wenn sie rechtmäßig erworben wurde, aus Artikel 12 Absatz 2 des Urheberrechts ergibt. Ihr erinnert euch, in Artikel 12 Absatz 2 steht, dass solche Software, die rechtmäßig erworben worden ist, gebraucht werden darf und dass sie weitergegeben werden darf. Allerdings dann unter der Voraussetzung, dass man die eigenen Kopien löscht. 12 Absatz 2 sagt aber nichts über den Source Code und gibt auch nicht das Recht, die Software selbst modifizieren zu dürfen. Das erfolgt dann aus der Open Source Lizenz. Das ist deshalb wichtig, weil wenn die Open Source Lizenz erlöscht, weil man zum Beispiel dagegen verstößt, dann bleibt Artikel 12 Absatz 2 immer noch gültig. Also man darf die Software dann nicht mehr modifizieren, aber es ist nicht jedes Ablaufen lassen der Software auf dem eigenen Computer auch zugleich gerade eine Urheberrechtsverletzung, wenn die Software eben mit der Open Source Lizenz rechtmäßig erworben wurde. Nun ist es etwas schwierig für Open Source Lizenzen insgesamt zu sprechen, weil diese etwa 50 von der Open Source Initiative anerkannten und noch etwa weitere 100 gebräuchliche Open Source Lizenzen zum Teil halt sehr unterschiedliche Regelungen enthalten und auch eine unterschiedliche Regelungsdichte haben. Es gibt Lizenzen, die relativ kurz sind und sehr viel einfach erlauben oder offen lassen. Und es gibt Lizenzen, vor allem solche mit Copyleft wie die GNU, GPL, die sehr, sehr dicht formuliert ist und sehr detailliert regelt, was man darf und was man nicht darf. Und deshalb sind die auch etwas zum Teil schwierig zum Lesen. Ich hatte selbst große Mühe, wirklich zu verstehen, als ich das Software-Schutzbuch schrieb, was man jetzt eigentlich darf unter der GNU-GPL. Und ich habe deshalb für mich selbst eine Übersetzung gemacht des englischen Originaltexts, der bindend ist, in eine deutsche Übersetzung. Es gab bereits eine deutsche Übersetzung, die allerdings von einem Deutschen für Deutschland gemacht wurde, wo die Terminologie etwas anders ist. Meine Übersetzung findet ihr auch auf der Webseite von CH Open.
Ich habe versucht, möglichst kurze Sätze zu machen und schweizerische Rechtsterminologie zu verwenden. Häufig sehen kompliziertere Lizenzen so einen Zwischenmodus vor, für den Fall, dass man eine Lizenzverletzung begangen hat, kann man abgemahnt werden und dann hat man eine gewisse Anzahl Tage Zeit, wo man die Compliance wiederherstellen kann. Wenn man das nicht tut, dann erlischt die Lizenz definitiv. Man könnte dann allerdings immer noch wieder später eine neue Lizenz beantragen. Die Lizenzverletzungen, die man begangen hat, und vielleicht auch Schadenersatzansprüche oder sonstige Rechtsansprüche, die erlöschen nicht, die bleiben dann aber weiter bestehen. Gerade um solche Ansprüche zu vermeiden innerhalb von Konflikten, lohnt es sich proaktiv, sich um Lösungen zu bemühen im Rahmen der Open Source Compliance. Wenn ein körperlicher Gegenstand verkauft wird und der Käufer ihn weiterverkauft und die nächste Käuferin ihn wiederum weiterverkauft und es irgendwo einen Fehler in dieser Übertragungskette gibt, weil zum Beispiel jemand nur behauptet, er hätte das rechtmäßig erworben, aber in Wahrheit hat er oder sie das irgendwo gestohlen, dann gelten die Regeln des Besitzerschutzrechts. Vielleicht erinnert ihr euch aus dem ZGB, dass man da nicht mehr Rechte erwerben kann, als der Vormann oder die Vorfrau hatte. Es sei denn, es gibt gewisse Ausnahmen, wenn man es in einer öffentlichen Versteigerung erworben hat oder wenn es ein Grundstück ist, das im Grundbuch eingetragen ist. Ähnliches gibt es auch beim Urheberrecht, das haben wir das letzte Mal angeschaut. Da gibt es keinen gutgläubigen Erwerb. Das heißt, wenn ihr Software lizenziert oder kauft von jemanden, der die eigentlich gar nicht selbst entwickelt hat und sie irgendwo unerlaubterweise kopiert hat und ihr überhaupt nichts davon wisst und diese Software jetzt bei euch einsetzt, begeht ihr eine Urheberrechtsverletzung. Jetzt hätte die Gefahr bestanden, dass wenn auch die Open-Source-Lizenzen über Übertragungsketten konzipiert werden, dass wenn es irgendwo einen Willensmangel gibt in den x Übertragungen, die da im Laufe der Zeit vorkommen, dass dann vielleicht auch die Endnutzerin oder der Endnutzer sich gar nicht auf die Lizenz hätte berufen können, weil gar kein Lizenzvertrag zustande gekommen wäre. Das hat man frühzeitig erkannt und Open Source Lizenzen sind in der Regel so konzipiert, dass man immer eine direkte Vertragsbeziehung, eine direkte Lizenz erhält von allen jeweiligen Entwicklern. Also wenn ich OpenOffice herunterlade, dann gibt es da ganz viele Entwickler. Und dann habe ich nicht nur eine Vertragsbeziehung vielleicht zum Distributor, der mir diese Distribution zusammengestellt hat, sondern ich habe einen direkten Lizenzanspruch gegenüber jedem Contributor an dieser Lizenz. Das stellt sicher, dass Fehler in der Übertragungskette sich hier nicht zulasten der Endbenutzer auswirken. Darf ich gerade ganz kurz fragen? Ja. Vielleicht auch so als Frage generell,
Eben, das heißt eben letztlich sehr schwierig, es ist sehr schwierig, nachträglich eine Lizenz zu ändern. Also es gibt ja manchmal das Bedürfnis, dass man von einer Lizenz auf eine andere wechselt. Ich sage jetzt mal, Linux Kernel hatte, glaube ich, mal auch eine neue Version überlegt, von einer GPL-Lizenz zu nehmen. Heißt das eben faktisch, alle Urheber müssen schriftlich ihr Einverständnis geben und alle, die irgendwann mal ein Stück Code contributed haben. Ja, man könnte diesen Fall natürlich antizipieren und könnte sagen, im Lizenztext selbst, dass die Contributor auch eine Institution ermächtigen, den Code zusätzlich unter einer anderen Lizenz zu veröffentlichen. Dann wäre es doch ein, so ein Contributor License Agreement, so ein CLA, das ja auch manchmal gibt. In dem Sinn nochmal ein Zusatzdokument. Ja, ich glaube, wir werden am Ende der Folien noch genau auf so eine Konstellation kommen, wo man dann eben parallel lizenziert hat unter verschiedenen Lizenzen. Vielleicht kannst du dann auch zu dieser Geschichte von OpenOffice und LibreOffice noch etwas mehr sagen, weil die Grafik sieht etwas kompliziert aus. Das haben wir gesehen. Ein Charakteristikum von Open Source Software ist die Modularität. Open Source Software wird häufig in modularen Strukturen entwickelt, weil das auch am ehesten sicherstellt, dass andere etwas davon sinnvoll nutzen können. Das gibt auch einen gewissen Qualitätswettbewerb, wenn vielleicht mehrere Ideen da sind, wie man irgendein konkretes technisches Problem lösen könnte. Ich weiß nicht, ob du dazu noch etwas ergänzen möchtest, Matthias. Ja, gerne. Vielleicht nur ganz kurz. Wir haben, das war Teil meiner Doktorarbeit, so die Modularität von so Systemen untersucht. Und also es gibt andere Forscher, die haben das auch schon gemacht, Vergleich von proprietärer Software mit Open-Source-Software. Und da konnte man wirklich quantitativ nachweisen, empirisch zeigen, dass Open-Source ist tendenziell modularer. Beziehungsweise als am Anfang, das war der Netscape Navigator, als proprietäre Software herausgegeben wurde. Und konnte man über die Jahre hinweg zeigen, je mehr das System in der Open-Source-Welt weiterentwickelt wurde, umso modularer wurde Source-Code. Und es hat, ich meine, es ist sowieso Best Practice in der Softwareentwicklung, modular zu entwickeln. Aber bei Open Source ist es ja noch so, dass die Leute nicht zusammen in einem Raum sitzen, wie bei einer Firma typischerweise, sondern die arbeiten auf der ganzen Welt räumlich und zeitlich verteilt und haben eigentlich wenig direkte Interaktionsmöglichkeit. Und deshalb grenzen sie sich sozusagen über ihre Module ab und können dann sagen, ich mache einfach diesen Teil und habe dann so eine Programmierschnittstelle, eine API, Application Programming Interface, wo ich dann deine Daten definiere, die reinkommen und rausgehen. Und alles andere muss dich nicht interessieren. Und so kann man auch die Arbeitsteilung sehr stark auch dezentral umsetzen. Und das ist auch der Grund dafür. Bei großen Open-Source-Projekten wie Linux, das du bereits erwähnt hast, gibt es ja dann auch eine Organisation, die neue Vorschläge für einzelne Module prüft und entscheidet, ob die in den Kernel dieser Software aufgenommen werden oder nicht. Ja, genau. Es ist natürlich auch immer eine Frage des Wartungsaufwandes. Je mehr Software in ein Open-Source-Projekt hineingespiesen wird, umso mehr Software muss gewartet werden. Also das Thema der technischen Schuld, die man ja auch möglichst gering halten will bei solchen Projekten. Ihr erinnert euch, das ist nicht ein Open-Source-spezifisches Problem. Auch bei sonstigen Standard-Softwares, die individualisiert und adaptiert werden, ist eine wichtige Frage des Release-Managements, ob jetzt diese oder jene Zusatzentwicklung oder Schnittstelle oder was auch immer in den Standard aufgenommen wird und damit auch von Version zu Version weitergepflegt wird.
oder ob die individuell gepflegt werden muss, was dann je nachdem für die Endkunden mit viel Zusatzaufwand verbunden sein kann. Jetzt haben wir bereits sehr viel gesprochen zu Open Source Software. Gibt es bis hierhin Fragen? Wenn nicht, möchte ich gerne auf die eingangs gestellte Frage zurückkommen. Weshalb entwickeln eigentlich Leute Open Source Software? Es gibt einerseits die Leute, die das aus Überzeugung entwickeln, um die Welt zu verbessern und weil es ihnen Freude macht, abends nach der Arbeit noch etwas für die Allgemeinheit zu tun. Ich weiß nicht zahlenmäßig, wie viele das sind und wie viele Open Source Code-Zeilen aus anderen Gründen entwickelt werden. Ich weiß nicht, Matthias, kannst du uns dazu etwas sagen? Ja, genau. Es ist eine sehr spannende Forschung. Also es war auch rein historisch eine der größten Forschungsfragen rund um Open Source Software. Warum entwickeln Leute, die sich eigentlich locker sonst einen guten Job ja auch finden können als Softwareentwickler, warum entwickeln die Open Source Software? Und diese Studie, die da zitiert wird, ist eigentlich eine Meta-Studie, die untersucht etwa so 30 empirische Studien und hat eigentlich aus diesen zig Studien herausgefunden, dass es eigentlich immer diese 10 typischen Motivationen gibt für Individuen an Open Source zu entwickeln. Noch wichtig, also es ist eigentlich von dem her nicht ganz das Geschäftsmodell von Open Source, weil das Geschäftsmodell würde mehr auf die Firma sich beziehen. Mit dem bei den Open Source Motivationsfaktoren ist es die Motivation der einzelnen Personen. Und genau das kommt mir nachher auch noch. Soll ich noch in die einzelnen Typen eingehen? Oder? Soll ich nochmal zurückblenden? Ja. Vielleicht ganz kurz, damit ihr euch etwas vorstellen könnt. Also, was sind die Motivationsfaktoren? Und das geht von komplett intrinsischer Motivation. Also Punkt 1 ist Ideologie. Also weil eben Leute glauben, Open Source, also Software sollte generell frei sein. Das oder vielleicht eben nur freie Software. Genau, nur freie Software, genau. Aber eben auch unter den Open Source Leuten gibt es solche. Dann Altruismus ist ein Motivationsfaktor, der gefunden wurde. Also ich will anderen etwas helfen, wirklich so ein Helfersyndrom faktisch. Mit anderen etwas Gutes tun, also einen positiven Sinn. Kinship ist spannend, das heißt, man fühlt sich Teil einer Community. Also man ist wie beim Fußballclub oder beim Jazzclub, ist man halt Teil des Open Office oder eben des LibreOffice Clubs und man hat da Freunde und Familie und das ist wirklich so. Die treffen sich ja dann auch ein paar Mal im Jahr und haben Partys und machen gerne Konferenzen und so weiter. Also auch ein Gemeinschaftsgefühl. Viele machen es aus Freude, Fun, einfach wirklich als Hobby, als Spaß, wie andere, keine Ahnung, Briefmarken sammeln oder sonstige Sachen basteln. Dann basteln halt Entwickler in der Freizeit Open Source Software. Ein weiterer Faktor ist Reputation, also man will gerne seinen Namen irgendwo sehen und dass man bekannt ist und vielleicht eingeladen wird an eine Konferenz. Also wenn man irgendetwas Wichtiges für den Linux-Kernel programmiert hat, dann ist das sicher auch den Berufsaussichten durchaus förderlich. Genau, also das ist dann eigentlich schon Career wieder. Das ist, man geht immer mehr weg vom intrinsischen, immer mehr zum extrinsischen Anreiz. Reciprocity heißt, man hat etwas erhalten und möchte etwas zurückgeben. Also ich kann ganz viel Open Source nutzen und jetzt möchte ich mal etwas zurückgeben. Siebter Grund, Learning, das ist so, ich möchte etwas lernen und bin interessiert an neuen Themen und probiere es aus und nebenbei mache ich es auch noch schnell Open Source. Ähnlich dann hast du ganz viele Beta-Nutzer, die das dann für dich testen. Ja, genau, also das ist dann eben auch sehr, für gerade Firmen, die Software als Open Source freigeben, ein guter Anreiz, wenn man ganz viele Nutzer hat und die Verbreitung steigern kann. Own Use ist, ich brauche ein Tool für mich, und programmiere diese Bibliothek und weil ich es gemacht habe, gebe ich es auch noch gleich frei, aber ohne jetzt irgendwie den Anspruch zu haben, das langfristig weiterzuentwickeln.
Und Career ist eben das, was du schon gesagt hast, Wolfgang, wenn Leute eben beim Linux-Kernel heute etwas beitragen. Und das ist so ein hohes Niveau, was da verlangt wird und so eine hohe Qualitätskontrolle auch, dass die dann sehr schnell von Firmen wie Facebook und Google und Microsoft rekrutiert werden. Gerade Microsoft investiert sehr viel in Linux-Kernel-Entwicklung. Und Pay ist faktisch, man wird bezahlt. Man hat einen Auftrag, hat einen Job, 8 to 5, und arbeitet einfach an Open-Source-Projekten, weil der Arbeitgeber das will, sozusagen. Hast du quantitativ eine Ahnung, wie viel das Pay ist und wie viel die anderen neuen Faktoren ausmachen? Ja, das ist eine gute Frage. Also einerseits ist es ja so, dass das nichts Statisches ist. Also man ist selten einfach nur wegen dem Geld in dieser Open-Source-Community, sondern hat typischerweise auch noch andere Facetten. Also man weiß eben, oder andere sind auch nicht von Anfang an nur wegen dem Geld da, sondern am Anfang waren sie vielleicht wegen Kinship da, oder weil sie Community hatten. Mit der Zeit hatten sie immer mehr Freude, immer mehr eigene Nutzen und am Schluss wurden sie noch angestellt. Also es verändert sich über die Zeit. Es ist ja auch immer eine Frage der Community, also gerade bei Linux Softwareentwicklung, Linux Kernel, das sind etwa 80% der Leute sind bezahlt. Also es gibt eigentlich nur einen kleinen Anteil an freiwilligen, unbezahlten Softwareentwicklern bei Linux. Wenn dem, ich sage jetzt mal, bei irgendwelchen ideologisch geprägten Plattformen wie irgendwie diese BitTorrent-Plattformen und so, da hat es sicher eine viel größere, oder Debian-Community, das ist sehr stark auch ideologisch geprägt, da hat es wahrscheinlich viel mehr auch unbezahlte ehrenamtliche Arbeit. Die andere Frage ist, weshalb Unternehmen eigentlich Open Source entwickeln? Also ich glaube, sehr häufig erfolgt die Entwicklung einfach im Rahmen von Werkverträgen und von Dienstleistungsverträgen für einen bestimmten Kunden, der das zum Beispiel Open Source stellen will. Und da gab es in den letzten Jahren große Diskussionen in der Schweiz, ob öffentliche Verwaltungen Software, die sie entwickeln lassen, Open Source publizieren dürfen und ob sie das sollen. Es gab zwei Gutachten. Das erste sagte, nein, das ist unzulässig. Da werden ja die Privatfirmen konkurrenziert, wenn dann mit öffentlichen Geldern Software entwickelt wird, die am Schluss gratis genutzt wird und andere dann keine Aufträge an die Privatfirmen erteilen. Es gibt inzwischen ein Gegengutachten von Professor Schlauri und Palettner, das die gegenteilige Position einnimmt. Und im Moment, glaube ich, ist der Stand der, dass es eigentlich jede Verwaltung selbst freigestellt ist, ob sie Open Source Software entwickeln und publizieren will oder nicht. Es gibt auch Instrumente dafür. Es gibt einen Leitfaden. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, Matthias. Ja, genau. Also der Staat, also der Bund hat letztes Jahr sowohl eine neue Open Source Strategie wie auch eben einen Leitfaden entwickelt, wo er die Bundesstellen anweist, wie sollen sie mit Open Source umgehen, was sollen sie berücksichtigen. Und das, was Wolfgang eben gesagt hat, mit diesen Möglichkeit, dass Bundesstellen Open Source freigeben, das ist sehr aktuell. Gerade jetzt wird entwickelt beim BIT, entwickeln die Leute an dieser Covid-Tracing-App, Covid-19-Tracing-App. Über die wir ja schon eine Doppelstunde hatten mit Beat Rudin. Ah, sehr gut. Ja. Also die wird jetzt wirklich Open Source sein und da kann man auf dem BIT GitHub-Account kann man den Source Code stündlich oder minütlich quasi anschauen. Was der Bundesrat hat übrigens gerade kürzlich eine Verordnung über den Testbetrieb dieser App publiziert. Wir hatten ja damals diskutiert, ob es eine rechtliche Grundlage dafür braucht. Und jetzt gibt es bereits für den Testbetrieb tatsächlich eine rechtliche Grundlage. Was jetzt auch dann in die Vernehmlassung kommt, gemäß meinen Quellen im Juni,
ist das neue Gesetz für die digitale Verwaltung. Und dort wird eben explizit jetzt auch den Bundesstellen erlaubt, Software unter Open Source Lizenzen frei zu veröffentlichen. Also das neue Gesetz, das da kommt, hat unter anderem einen Open Source Artikel drin, der explizit erlaubt, dass man Open Source freigeben darf als Bundesstelle. Vielen Dank. Dann gibt es Firmen, die Open Source Software entwickeln und die gratis verbreiten, um nachher Wartungs- und Supportleistungen zu verkaufen, weil sie vielleicht diejenigen sind, die diese Software am besten verstehen und sie deshalb auch am besten warten und supporten können. Auch andere Services können da angeboten werden. Denkbar wäre auch, dass man Gewährleistung dafür anbietet, also Mängel beseitigt außerhalb eines Wartungs- und Supportvertrages. Ich habe aber eher den Eindruck, dass Wartungs- und Supportverträge da interessanter sind als Gewährleistung. Open Source ergänzt häufig auch andere Produkte, zum Beispiel Firmware in irgendwelchen Hardware-Komponenten. Dann gibt es Firmen, die sogenannte Distributionen zusammenstellen. Ich weiß nicht, wer von euch hat zum Beispiel ein Office-Programm Open Source im Einsatz? Ich sehe da eine Hand. Vielleicht kannst du noch etwas sagen zu diesen Distributionen, weshalb man das eigentlich macht, weil eigentlich kann man das ja alles gratis herunterladen, wenn man weiß, wo man alle Komponenten findet. Ja, das ist theoretisch ist eben aller Code offen, oder? Also das heißt, wenn irgendein Problem mit dem Linux-Kernel passiert, kann jeder Mann und jede Frau den Source-Code anpassen, aber faktisch ist, ich brauche wahnsinnig viel Wissen über die Programmiersprache C beispielsweise und über diesen Linux-Kernel, damit man einen Fehler flicken kann. Und insbesondere, wenn es darum geht, dass die Software mit ganz vielen so grafischen Oberflächen und Applikationen und Kommunikationsbibliotheken zusammenarbeiten soll, dann wird es wahnsinnig komplex und deshalb gibt es Weil die haben alle einen Release-Zyklus, wenn ihr euch erinnert, dass ja Software generell Standard-Software Release-Zyklen hat und da muss man wissen, was mit was kompatibel ist und wie die Schnittstellen am besten funktionieren. Ja genau, und das ist genau der Punkt, dass eine Debian-Distribution, was wir die vor 10 Jahren untersucht haben, hatte die schon über 20.000 Pakete, also wo quasi einzelne Komponenten paketiert werden und dann eben innerhalb von der Distribution zusammenspielen. Und dann gibt es alle halbe Jahre bei der Ubuntu-Distribution einen neuen Release und dann arbeiten die Distributoren quasi an den Updates von all diesen kleinen Paketen und schauen, ob die noch miteinander kompatibel sind und wenn ja, dann packen sie sie und machen eben so ein Paket, eine Distribution daraus. Dann gibt es auch Firmen, die zwar ihre Software Open Source zur Verfügung stellen, aber wissen, dass die Endkunden die gerne nachher in kommerzielle Produkte einbauen möchten. Das sind vor allem Firmen, die letztendlich für Softwareentwicklungsfirmen arbeiten und wenn Sie die Open-Source-Software unter einer Lizenz mit Copyleft-Effekt zur Verfügung stellen, dann müssen Ihre Endkunden parallel eine andere Lizenz noch erwerben, um die in ihre eigene proprietäre Software frei integrieren zu können. Das werden wir gerade noch etwas genauer sehen. Und das kann auch ein Geschäftsmodell sein, dass man zwar eine Open-Source-Variante zur Verfügung stellt, aber weiß, dass ein Teil der Endkunden letztendlich weitergehende Rechte noch braucht und deshalb auch bereit sind, dafür zu bezahlen.
Dann kann es einfach auch ein Marketing sein für die eigene Firma, die parallel dazu auch noch kommerzielle Produkte hat. Jetzt ist das Stichwort Copyleft schon ein paar Mal gefallen. Copyleft bedeutet, dass Modifikationen der Open Source Software wieder unter der gleichen Lizenz weiterverbreitet werden müssten, wenn man die Software modifiziert oder sie kombiniert in gewissen Weisen mit eigenen Teilen. Und das klassische Beispiel dafür ist die GNU GPL, die ist zugleich eine der weitest verbreiteten, wahrscheinlich die weitest verbreitete Open Source Lizenz überhaupt. Ich habe hier so ein paar Beispiele aufgelistet von Lizenzen mit starkem Copyleft-Effekt. Das ist die GNU GPL. Es gibt auch ein Pendant der Schweizerischen Informatikkonferenz, die SIK GPL. Die hat auch einen starken Copyleft-Effekt. Dann gibt es Lizenzen mit abgeschwächtem Copyleft-Effekt, die gewisse Arten der Einbindung erlauben. Es gibt die Lesser General Public License von GNU, auch die recht verbreitete Mozilla License. Und dann gibt es auch Lizenzen, die überhaupt keinen Copyleft-Effekt haben. Mit denen kann man eigentlich mit dieser Software tun, was man möchte, zum Beispiel Academic Licenses oder die Berkeley Software Development License. Eines der großen praktischen Probleme oder auch Ärgernisse bei größeren Open-Source-Projekten, wo eben Bausteine, Module von unterschiedlichsten Entwicklern verwendet werden sollen, die vielleicht auch unter unterschiedlichen Lizenzen stehen, ist die Inkompatibilität der einzelnen Lizenzmodelle. Und das ist kein Problem unter den Lizenzen ohne Copyleft, die ganz frei sind. Da kann man gut eine BSD und eine Apache und eine Academic License kombinieren in den jeweiligen Modulen eines Programms. Es ist aber dann ein Problem, wenn man Lizenzen mit starkem Copyleft-Effekt hat und jetzt zugleich Software einbauen möchte, dass eben kein Copyleft untersteht. Es geht noch einen Schritt weiter, die GNU GPL, die ist auch über verschiedene Generationen entwickelt worden. Es gab mal eine erste Version und dann eine zweite und seit vielen Jahren eine dritte Version. Und die Versionen weichen im Detail etwas ab. Und eine Spezialität ist, dass die Entwickler sagen können, meine Software soll immer unter dieser Lizenzversion bleiben, auch wenn es später vielleicht noch andere gibt, die die entsprechende Organisation herausgibt. Meine Software bleibt immer unter dieser Lizenz. Die meisten Entwickler tun das nicht, sondern sagen, wenn es dann später mal noch eine neue gibt, dann soll die Software auch unter dieser Lizenz weiter verbreitet werden können. Wenn wir aber Module haben, die unter der GPL Version 2 exklusiv stehen, dann haben wir schon ein Problem, wenn wir die mit Modulen kombinieren möchten, die unter der Version 3 stehen. Darf ich da ganz kurz? Ja, sehr gern. Ich finde es eigentlich eben auch sinnvoll, wenn man eben bereit ist, künftige technische Entwicklungen zu integrieren. Im GPL V3 hat irgendwie diese ganze Software-Patente noch besser berücksichtigt. Jetzt aber angenommen, es kommt jetzt jemand Bösgläubiges, oder, und sagt, ich mache GPL V4 und darin schreibe ich böse Sachen rein und dann ist dann automatisch jeder Source-Code unter GPL V3 auch unter V4. Also wer definiert dann die V4? Das habe ich mich jetzt gerade gefragt.
Das ist die Organisation, die dahinter steht. Und solange das die demokratisch und gut ist, ist das alles schön und gut. Aber ja, die Frage ist berechtigt. Dass, denkbar ist natürlich auch, und das tun viele Entwickler, dass sie zunächst exklusiv unter einer bestimmten Version gehen und nachher, wenn sie dann eine neue Version gelesen haben und verstehen, was die kann, dann publizieren sie parallel den Code auch noch unter der Version 3 oder vielleicht später unter der Version 4 und 5, weil sie dann wissen, zu was dass sie ja sagen. Und da ist das Problem eigentlich auch gelöst. Eine weitere Lösung ist, dass man individuell zu diesem Entwickler hingehen kann und sagen kann, ja, du hast unter GPL V2 deine Software publiziert, die möchte ich jetzt in ein Version 3 Projekt integrieren. Bist du bereit, mir auch eine parallele Lizenz zu geben, dass ich das darf? Das ist so lange vielleicht nicht so schwierig, als dass das ein Entwickler ist und man den findet und mit dem auch sprechen kann. Das ist aber dann unpraktisch, wenn es 300 Entwickler sind, weil ihr erinnert euch, gemeinsame Schaffung von Urheberrechten ist eine Rechtsgemeinschaft, und wenn da jemand nicht einverstanden ist, dann funktioniert das Parallellizenzmodell eben nicht. Jetzt publiziert die Free Software Foundation eine Liste, wo man nachschauen kann, welche dieser anerkannten gängigen Lizenzen miteinander kompatibel sind und welche nicht. Und es gibt auch einen Markt, es gibt Firmen, die spezialisiert sind, Code zu analysieren, wo man Code hochladen kann mit ganz vielen Modulen, und die vergleichen das dann mit einer riesigen quasi Referenzbibliothek, die sie bei sich abgespeichert haben von allen möglichen Softwaren, wo sie dann jeweils auch definiert haben, welches Modul welcher Lizenz untersteht. Und die spucken dann am Schluss so einen automatisierten Bericht aus und sagen, von diesen 20.000 Elementen, die es in einem Softwarepaket drin hat, gibt es diese 5, die da nicht kompatibel sind. Am Anfang, glaube ich, war das vor allem Black Duck, die diesen Service geboten hat. Mittlerweile gibt es auch andere. Ich habe hier Fossa erwähnt. Vielleicht hast du noch weitere, die du erwähnen möchtest, Matthias. Ja, ist noch spannend. Wir hatten gerade jetzt diesen Frühling für die Six Group so eine Art Evaluation von so Tools gemacht. Und da kam noch einerseits noch White Source dazu. Mhm. Also auch White Source ist Black Duck und White Source, keine Ahnung, wie die so heißen. Macht halt so ein Tool, wo man eben so License Compliance automatisiert überprüfen kann von Open Source. Fossa ist sicher eine, und dann gibt es noch ein Open-Source-Projekt, weil das sind ja alles kommerzielle. Ja, ja, das kostet dann eben. Das kostet an sich nicht viel. Also, ja. Und dann gibt es eben auch noch Open-Source-Ansätze, Fossology und ja, klar. Die von, wie heißt es jetzt schon wieder, von der Eclipse Foundation gibt es auch noch ein Projekt, die, glaube ich, von Siemens intern, also quasi Siemens hat so viel Source Code, dass sie dann gesagt haben, sie wollen wie intern selber ein Lizenz-Compliance-Tool machen. Und dann, es gibt unterdessen auch ganze Standards, damit man die Lizenzen der Software maschinell lesen kann, also SPDX, SPDX irgendwie. Ja, also es ist eine Wissenschaft für sich, diese ganze Lizenzkompatibilität. Der Copyleft-Effekt, dass man eben unter der gleichen Lizenz die neue Software weitergeben muss, der kann dann eintreten, wenn man Source Code nimmt und den modifiziert und weiterentwickelt, oder wenn man Teile eines Open Source Codes kopiert und in ein eigenes Programm übernimmt.
Oder wenn man Open Source Software unter Copyleft Lizenzen in einer bestimmten Weise statisch miteinander verbindet mit eigener neuer Software. Oder auch, wenn man sie in einer irreführenden Weise zusammen verbreitet, sodass für den Endbenutzer eigentlich nicht klar ist, was ist jetzt die Open-Source-Software und was ist die andere, die nicht dieser Lizenz untersteht. Also auch da kann man dann den Copyleft-Effekt auslösen. Auf jeden Fall muss man dazu aber die Software weiter verbreiten außerhalb der eigenen Organisation. Wenn man also in einer Firma das dann nur dem Mitarbeiter am Nachbararbeitsplatz weitergibt, dann ist das noch keine Weitergabe, die den Copyleft-Effekt auslöst. Wie weit da die Grenzen der eigenen Organisation zu ziehen sind, das ist im Detail teilweise kontrovers, insbesondere ob da der ganze Bund mit allen Gerichten und Instituten, die es da gibt, ob das eine Organisation ist oder innerhalb eines Konzerns, ob da die einzelnen Gesellschaften für sich anzuschauen sind oder der ganze Konzern. Das gibt gewisse Risiken und deshalb, weil es wenig Rechtsprechung dazu gibt, lohnt es sich, relativ früh sich mit Open Source Compliance zu befassen, wenn man Open Source Software verwendet, die Copyleft-Effekten untersteht. Ich sehe gerade im Gruppenchat hat Matthias uns da noch ein paar Links geschickt. Das ist super, herzlichen Dank. Die Lizenztexte sind meistens nicht ganz kurz und wir haben gesehen, nach der Theorie der statistischen Einmaligkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine beliebige Anzahl Juristen Wort für Wort ganz genau auf den gleichen Lizenztext kommen würde, nicht so wahrscheinlich. Und deshalb sind die meisten Lizenztexte urheberrechtlich geschützt, jedenfalls die längeren und komplexen wie eine GNU. GPL, das ist für mich außer Frage, dass das urheberrechtlich geschützt ist. Das heißt, auch wenn man diesen Lizenztext jetzt kopieren und weitergeben möchte und ihn verändern möchte, dann steht dem das Abänderungsverbot des Urheberrechts entgegen. Also diese Lizenztexte, die darf man nicht selbst weiterentwickeln und daran herumbasteln. So wird vielleicht auch etwas vermieden, dass dann viele Leute die Version 4 und 5 und was auch immer dieser Lizenz entwickeln. Man kann aber parallel, das haben wir schon gesehen, Vereinbarungen mit einem Vertragspartner treffen. Die gelten dann aber nur für diesen Vertragspartner und nicht für allfällige Personen, die die Software unter der Lizenz erhalten haben, die dann nicht gebunden sind an die zusätzlichen Abmachungen inter partes. Zusätzlich ist es zum Teil, wo es so eine Organisation gibt, die Rechte über die Weiterentwicklung der Lizenz hat, auch möglich, dass man individuelle Ausnahmen dort beantragt. Das habe ich in der Praxis einmal bisher gesehen, dass man da an so eine Organisation gelangt ist und auch punktuelle Ausnahmen bekommen hat von der Lizenz. Das dürfte sehr selten sein. Jetzt, wenn man den Copyleft-Effekt vermeiden möchte, weil man Open-Source-Lizenz mit einem strengen Copyleft-Effekt in Projekte integrieren möchte, die man eben nicht unter Open-Source-Lizenzen oder nicht unter derselben weitergeben möchte, dann gibt es verschiedene Strategien, wie man das vermeiden könnte. Man kann natürlich alle Rechtsinhaber anfragen, ob sie einem parallel eine andere Lizenz erteilen möchten, die dann vielleicht eben etwas kostet, volle Rechte gibt. Das
ist nur dann überhaupt praktikabel, wenn es wenige Contributors gibt. Je nachdem, eine ganz clevere Strategie ist, dass man die Endbenutzer die Kombination vornehmen lässt. Man gibt denen die eigene Software und sagt, unter diesem und diesem Link könnt ihr dann noch die Open Source Software herunterladen, und um die zusammenzufügen, sie vielleicht statisch miteinander zu verlinken, müsst ihr so und so vorgehen. Aber ihr macht das, wir haben damit nichts zu tun. Früher vor allem gab es noch technische Distanzierungsstrategien, dass man Software entwickelt hat, die so wie eine Distanz geschaffen hat, dass man das Modul nicht gerade selbst integrieren musste. Das wurde dann zunehmend auch verpönt, und gerade die GPL Version 3 hat auch Abwehrklauseln gegen solche Distanzierungsstrategien. Du hast eingangs erwähnt, dass manchmal in der Geschichte einer Entwicklung einer Software das Bedürfnis aufkommt, dass man trotzdem, dass man viele Contributors hat, die jetzt unter einer anderen Lizenz der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, gerade einer anderen Open-Source-Lizenz. Wir haben hier ein Beispiel. Du hast vor ein paar Jahren mal eine Tagung dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob du näher darauf eingehen möchtest, auf diese Geschichte. Ja, also ehrlich gesagt, eben, ich kenne ein bisschen diese Entwicklungsgeschichte von LibreOffice. Also LibreOffice, du hast, glaube ich, auf der Folie noch, kommt ja noch, hat eine längere Geschichte, oder? Und das ist unter anderem eine Geschichte, die eng mit der Open-Source-Lizenz zusammenhängt, weil eben die Lizenz ist ein ganz zentraler Aspekt bei Open-Source-Software und hat schon zu vielen Konflikten geführt. Das ist das, was ich weiß. Die Details, muss ich gestehen, sind immer ein bisschen, wie soll ich sagen, verschlossen geblieben, weil ich halt selber nicht Jurist bin und die Nuancen vielleicht zu wenig verstehe zwischen den Lizenzen. Aber es ist genauso, wie du es da gezeichnet hast, dass es eben unterschiedliche, also innerhalb diesem LibreOffice, OpenOffice Community gab es eben ursprünglich diese Apache License, und die wurde dann eben von der Document Foundation verwendet und dann eine etwas restriktivere Lizenz angewendet, und dann können künftige Contributors sagen, unter welcher Lizenz, LGPL oder MPL, also Mozilla Public License, sie jetzt contributen, und das wiederum beeinflusst, wie kann die Software dann wiederum in kommerzielle Produkte eingebaut werden. Also so viel verstehe ich noch, aber die ganzen Details, da muss ich gestehen, dass ja, ich habe diese Geschichte mal zu rekonstruieren versucht, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das auch wieder etwas vergessen habe, was die Hintergründe sind und wie das dann genau funktioniert hat. Ich glaube, wichtig ist einfach im Hinterkopf zu behalten, dass solche Lizenzwechsel bei einer verbreiteten Software relativ komplex sind. Ja, also eben, das ist wirklich der Horror, wenn man da irgendwie... Weil eben der Fakt ist ja eben, dass eine Software wie LibreOffice, die besteht nicht nur aus einer Komponente, die hat hunderte von Modulen auch wiederverwendet, oder? So, ich sage jetzt mal PDF generieren. Du kannst mit LibreOffice kann man halt PDFs generieren. Und ich behaupte jetzt mal, der PDF-Generator, das ist eine externe Komponente. Und es ist die Frage, unter welcher Lizenz, also jede Komponente ist ja wiederum unter einer eigenen Lizenz publiziert, Open Source Lizenz. Und damit man dann das Gesamtding unter einer eben LGPL oder MPL oder Apache License publizieren darf, muss man sicher sein, dass sämtliche Komponenten, die da integriert sind, kompatibel sind. Also dass man eigentlich nicht eben aus Versehen GPL-Code einbaut, weil sonst könnte man das Hauptprojekt dann nicht mehr unter LGPL veröffentlichen. Und das ist genau diese Komplexität. Ich kann nicht genügend daran erinnern, dass es keinen gutgläubigen Erwerb von Urheberrechten gibt. Und bei Open Source Software ist sehr häufig eine Angst, dass da irgendjemand
unter der Open Source Lizenz irgendetwas veröffentlicht, das er gar nicht selbst geschrieben hat und wo er oder sie nicht die Rechte daran hat. Aber das ist überhaupt kein Open Source Problem, sondern das ist ein allgemeines Softwareentwicklungsproblem, dass es immer auch Programmierer gibt, die gerade einem Auftraggeber oder einer Werkbestellerin irgendetwas liefern und weil es so einfach geht, etwas kopieren. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb diese Firmen wie Black Duck in der Praxis eine große Bedeutung haben, weil auch Code, den man zum Beispiel in-house entwickelt hat und jetzt kommerziell verwerten möchte und wo man fürchtet, dass vielleicht unter ganz vielen Programmierern im Team jemand etwas eingebaut hat, das vielleicht noch unter einer Copyleft-Lizenz steht, kann es Sinn machen, dass man den ganzen Code analysieren lässt mit diesen Tools, um zu sehen, ob da ein paar Programmzeilen eingebaut wurden. Und dann ist es immer noch viel einfacher, die halt durch ein anderes Modul, das man selbst entwickelt, zu ersetzen, als das Lizenzmodell zu ändern. Wir kommen zur Open Source Compliance. Ich glaube, da ist wichtig für Unternehmen vor allem zu sehen, welche Software sie eigentlich im Einsatz haben, so ein Inventar zu haben, auch welche Building Instructions, Scripts, Compilers, Tools und so weiter, dass sie da verwenden. Weil die Software ja Schritt für Schritt weiterentwickelt wird mit neuen Versionen, ist es wichtig, dass man alle Versionen dokumentiert. Und das ist bei Open Source Software besonders wichtig, weil viele Lizenzen einen dazu verpflichten, Software, die man mal weitergegeben hat, noch während einer gewissen Zeitdauer, das kann durchaus auch 10 Jahre sein, verfügbar zu halten und den Source Code dieser Version verfügbar zu halten, weil vielleicht noch x Jahre später jemand mit dieser Uralt-Version etwas weiterentwickeln will. Und sonst in Unternehmen ist vielleicht die Motivation nicht so groß, über 10 Jahre alle Versionen mit allen Varianten und Building Instructions und so weiter da noch irgendwo abgespeichert zu haben und dokumentiert zu haben. Das ist ein Punkt, den man da sehr gut organisieren muss am Anfang eines Open-Source-Projekts. Eine Hilfe könnte zum Beispiel ein eigener GitHub-Account sein, wo man dann eben alles in diesen im Zusammenhang dieses Projekts hochlädt. Wir haben schon gesehen, es ist wichtig zu wissen in einem Projekt, welche Lizenzen sind überhaupt auf diese vielen Code-Teile anwendbar, sind die miteinander kompatibel, das kann man checken lassen. Dann bei der Weitergabe, glaube ich, ist wichtig, wie die Software miteinander verbunden wird und auch wie gegen außen das in Paketen weitergegeben wird, ob da der Eindruck erweckt wird, es sei ein Paket oder ob bewusst eben unterschiedliche Pakete mit unterschiedlichen Softwarekomponenten weitergegeben werden. Es muss immer klar sein, welche Software unter welcher Lizenz steht. Häufig ist das auch im Lizenzcode selbst enthalten, dass es da am Anfang da Zeilen gibt, wo die Lizenz referenziert wird. Das hilft, das dann auch maschinell etwas besser zu überprüfen, welche Lizenz jetzt auf eine bestimmte Softwarekomponente anwendbar ist. Wenn man so einen
größeres Softwareprojekt startet mit Open Source Software, dann denke ich, ist es gut, sich Gedanken zu machen, wie man das dann alles mal publizieren und repositieren wird. Ich glaube, es macht Sinn, auch eine Dokumentation zu eröffnen in Bezug auf die Compliance mit den Lizenzen, wo man zumindest sieht daraus in einem Konflikt, dass man sich Mühe gegeben hat, die Lizenzbestimmungen einzuhalten. Und wenn es zu einem Streit kommt, sich auch proaktiv für eine Lösung zu bemühen, weil die Konsequenz nachher das Erlöschen der Lizenzen könnte sehr unangenehm sein. Allerdings gibt es sehr wenige Streitigkeiten, weil einzelne Entwickler kein Interesse haben, Prozesse zu führen, wo sie dann vielleicht hohe Prozesskosten bezahlen müssten oder sogar vorschießen müssten. Und auch die Institutionen, die sind eher zurückhaltend mit dem Prozedieren, nach meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du dazu etwas sagen kannst, Matthias. Du hast vielleicht häufiger mit solchen Konfliktfragen zu tun als ich. Ja, es, erstaunlicherweise gibt es jetzt nicht mehr, also ich kenne nicht mehr so viele Gerichtsfälle. Es gab in der Vergangenheit ja noch diese Initiative von Harald Welte, der hatte gplviolations.org. Das ist, das war in den Nullerjahren eine sehr spannende Initiative. Der hat dann letztlich eigentlich, damals war Open Source noch relativ neu, oder? Und dann kamen immer mehr Firmen auf die Idee, ach cool, Open Source nehmen wir. Und da gibt es einen bekannten Fall von TomTom. Die haben dann den Linux-Kernel genommen und haben dort Änderungen gemacht, aber die Änderungen nicht mehr freigegeben, also nicht mehr mit den ausgelieferten GPS-Devices. Und dann hat der Harald Welte quasi, also David gegen Goliath, mehr oder weniger selbstständig diese TomTom verklagt, weil sie eben die GPL nicht eingehalten haben vom Linux-Kernel. Und dann hat dann das Gericht entschieden, doch, also auch TomTom muss diese Lizenz einhalten. Bis dahin hatten die Firmen das gar nicht so ernst genommen, diese Open-Source-Lizenzen, haben gedacht, das sind irgendwelche Hackers und die kümmern sich eh nicht um so rechtliche Sachen. Und dank dem Harald Welte schauen jetzt die großen Firmen sehr genau, dass sie die Open-Source-Lizenzen ein. Ich glaube, das ist dann auch in die Version 3 der GPL eingeflossen, dass auch wenn man Hardware-Devices weitergibt, auf denen Open-Source-Komponenten eingespielt sind, dass man auch die Software dann entsprechend weitergeben muss, dass die Endbenutzer dann vielleicht auch selbst diese Komponenten aktualisieren könnten. Ich würde zum Abschluss gerne auf dein Diss-Thema zurückkommen, auf die Erfolgsfaktoren für Open-Source-Projekte. Die Kompatibilitäten der Lizenzen haben wir, glaube ich, bereits gesehen. Vielleicht in der Praxis noch viel wichtiger ist die Akzeptanz der Lizenz bei der entsprechenden Entwickler-Community. Und da gibt es eben unterschiedliche Communities. Es gibt solche, die sehr affin sind in Bezug auf die Lizenzen mit Copyleft und die sind gar nicht interessiert daran, Software zu entwickeln, die unter einer liberaleren Lizenz stehen. Und es gibt andere Communities, die vielleicht auch eher firmengetrieben sind, die genau das Gegenteil sind. Und da muss man wissen, was eigentlich die eigene Zielgruppe ist zur Weiterentwicklung der Software und dann die entsprechende Lizenz wählen. Den Aufwand bei der Compliance muss man sich etwas überlegen, ob man da 10 Jahre alle Versionen irgendwo dokumentieren muss oder ob die Lizenz da freier ist. Vielleicht hat man auch selbst ein Interesse, am Schluss Lizenzverletzungen einklagen zu können. Und da ist eine Frage, gibt es eine Institution, die das dann auch durchsetzen würde? Das ist nicht bei allen Lizenzen der Fall.
wenn man möchte, dass die Weiterentwicklung möglichst allen Nutzern zugutekommen, dann, das spricht eher für eine Copyleft-Lizenz und sicher die Modularisierung. Ein wichtiger Punkt ist auch die Qualitätskontrolle. Wer entscheidet eigentlich, was in eine nächste Version kommt, wenn es eine Community gibt? Und vielleicht kannst du uns dazu noch etwas sagen, wie man das organisieren kann, weil das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, dass es am Schluss nicht einen nicht Datenhaufen, sondern Softwarehaufen gibt, wo ganz viele Leute immer parallel das Rad immer wieder neu erfinden. Ja, also da gibt es sehr spannende Mechanismen, die entwickelt wurden, sogar von Linus Torvalds himself, also der Erfinder von Linux, hat eine Software entwickelt, die wiederum die Software entwickelt, die Open Source Entwicklung unterstützt. Also es gibt dieses ganze Git, das ermöglicht, dass man verteilte Softwareentwicklung macht, kommt von der Linus Torvalds, also man kann dann wie eine Kopie machen, lokal, kann dann diese Kopie weiterentwickeln und jetzt hat man eine Verbesserung und dann möchte man die zurück in den Hauptentwicklungsstrang bringen. Aber bevor das möglich ist, muss man eben verschiedene Qualitätsgates durchgehen und auch eben die Frage, eben, will man überhaupt dieses Feature drin haben von der Funktionalität? Passt die Qualität des Source Codes? Hat er die richtige gute Dokumentation und so weiter, hält dieser Code den Qualitätskriterien der Community stand und erst wenn das quasi gereviewt wurde, ist auch ein Peer-Review-Prozess, erst dann wird der Code dann in den Hauptentwicklungsstrom aufgenommen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Code ja in neuen Versionen immer auch wieder getestet werden muss. Und dass das sehr aufwendig ist und dass deshalb jede zusätzliche Codezeile im Prinzip die Komplexität der Software erhöht. Und deshalb ist es zwar toll, eine Software zu haben, die unendlich viele Features jetzt noch zusätzlich hat und vor allem, wenn diese Features von ganz verschiedenen Leuten kommen, die gar nicht miteinander in Kontakt waren, als sie das entwickelt haben, besteht natürlich die Gefahr, dass man da auch zusätzliche Lasten bei der Pflege und Weiterentwicklung dieser Software sich aufbürdet. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was Git und GitHub ist. Das ist ein Begriff, den wir heute auch schon verwendet haben. Also das ist so dieses Versionierungstool, letztlich eben von Linus Torvalds vor, keine Ahnung, etwa 15 Jahren oder so entwickelt. Erlaubt eben eine sehr fein granulare Weiterentwicklung von Source Code. Es gab schon vorher so Tools, Subversion oder CVS, Concurrent Versioning System, aber erst Git hat sich eben jetzt heute wirklich als Industriestandard etabliert. Heute entwickeln eigentlich alle Softwareentwicklung, egal ob es Open Source ist oder nicht, arbeiten mit Git. Und Git ist eben wie eine große Datenbank, an der quasi in dieser Datenbank ist diese Source Code drin und man kann dann immer als Entwicklerin und als Entwickler Code committen oder man sagt den Pull Request stellen und dann kann der, der den Code kontrolliert, sagen, den nehme ich oder den nehme ich nicht, diesen Pull Request und kann man so eben die Qualität sicherstellen. Es wird alles versioniert und weiß immer genau, wer hat wann welchen Code committed, das auch mit so Hashcodes ist es verschlüsselt, also wird digital signiert, wer hat wann was committed und man kann es eben sehr genau nachvollziehen. Das ist auch sehr wichtig, dass man überhaupt sieht, was gibt es für Weiterentwicklungen, dass das irgendwo zentralisiert wird und wenn man am Anfang so eines Open Source Projekts einen Account auf GitHub eröffnet, dann hat man da eine gewisse Sichtbarkeit auch der Weiterentwicklungen. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade etwas zu weit geblättert. Generell hat man ein Interesse, dass alle immer beim gleichen Code bleiben und den weiterentwickeln.
Programmierer sind aber häufig etwas ähnlich wie Juristen, die dazu neigen, dass sie viele verschiedene widersprechende Meinungen haben. Und deshalb gibt es häufig Forks, dass die einen das bisherige weiterentwickeln und andere sich abspalten, vielleicht auch von dem strengen Kurs einer Person oder einer Institution, die darüber entscheidet, was eigentlich an Pull-Requests angenommen wird und was nicht. Forks bedeuten, dass ein Teil der Weiterentwicklungen, die da in Zukunft gemacht werden, wahrscheinlich nicht mehr kompatibel sind mit dem, was man bereits hat. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch eine Chance, dass es zu Reingenierung und zu neuen Ideen kommt und sich letztendlich dann innovativere Lösungen durchsetzen. Ja, vielleicht auch da noch ganz kurz. Wichtig ist so ein bisschen unterscheiden, es gibt Friendly Forks, das ist, was du gerade gesagt hast, so diese innovationsgetriebenen Abspaltungen, wo man eben quasi in guter Zusammenarbeit einfach ein Feature weiterentwickeln will. Und das muss man sogar bei GitHub, also bei Git, wenn man arbeiten will, muss man solche Forks, Friendly Forks machen. Aber dann gibt es ja auch diese Unfriendly Forks, wo du jetzt gerade jetzt darauf zeigst, eine Geschichte von einer Community wie OpenOffice, LibreOffice, wo es eben sehr viele oder mehrere so unfriendly Forks gegeben hat. Oder vor allem eigentlich ein großer unfriendly Fork, das war 2011, als ich eben diese, also soll ich das wahrscheinlich erklären oder ist das okay? Ich glaube, das würde zu weit führen in den wenigen Minuten, die wir noch haben. Interessant ist auf dieser Grafik, dass man sieht, dass Forks sich auch wieder vereinigen können. Ich weiß nicht, wie dieser Fachausdruck lautet, wenn man das wieder zusammenführt, den Code. Ein Merge halt irgendwie. Ein Merge, ja, gut. Wenn man analysieren möchte, ob man eine Lösung einführen möchte, wenn es vielleicht auch verschiedene gibt, dann lohnt es sich zu schauen, wie viele aktive Committers gibt es in einem Projekt. Das kann man vielleicht davon bewahren, in der eigenen Organisation, dem eigenen Unternehmen eine Lösung einzuführen, die überhaupt nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird. Das ist ein Kriterium, das sehr stark angeschaut wird bei Organisationen, die bestehende Open-Source-Lösungen einführen möchten. Ich habe hier noch ein paar weiterführende Links zusammengestellt. Unterdessen hat Matthias freundlicherweise noch ein paar weitere in den Chat hineingeschrieben. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen. Und ihr wart ganz still. Gibt es noch Fragen oder Bemerkungen oder vielleicht auch eigene Erfahrungen von eurer Seite?